Jedes Jahr wieder sind das Immobilienmagazin und die Epimedia Werbeagentur Gastgeber für Vertreter der österreichischen Immobilienbranche auf der MIPIM. Der Plage d'Autriche, wie er liebevoll genannt wird, ist beliebter Strandtreffpunkt und bietet, wie die MIPIM selbst, hervorragende Gelegenheit zum Networken. Für uns ist es ganz wichtig, unser Netzwerk wieder zu pflegen, neue Leute kennenzulernen und gerade bei so Veranstaltungen wie der Ihren auch sehr interessante neue Leute kennenzulernen. Wie ist denn so das Zwischenresümee der heutigen MIPIM? Ja, Zwischenresümee ist gut, gut eigentlich wie immer. Gut auch für Österreich, ich habe schon einiges Positives gehört, auch Interessantes. Es gibt bei uns ja wie in allen anderen Städten und Ländern ein riesen Wohnthema. Das ist ja nicht nur durch die Flüchtlingskrise jetzt, sondern einfach durch die Entwicklung und den Zuzug, den Wien und die Attraktivität, die Wien hat. Heuer neu am Plage d'Autriche, Spezialgäste aus Deutschland. Ja, na, wir sind zwar ein regionales Förderinstitut mit Ausrichtung auf den Berliner Wohnimmobilienmarkt, aber wir haben natürlich internationale Klientel in der Stadt. Wir hatten in Berlin in 2015 alleine 40.000 neue Einwohner zu begrüßen. Wir haben nach wie vor eine knappe Wohnraumversorgung, sodass natürlich für die Investoren auch interessant ist, weil sie natürlich auch mit perspektivisch steigenden Mieten und steigenden Kaufpreisen rechnen. Es ist ein aufregendes Jahr. Und es ist nicht nur die MIPIM, ich glaube, das ganze Jahr wird aufregend und sehr spannend und auch ein sehr, sehr gutes Jahr.